Nachdem eine Woche zuvor das Kitzbühelhorn Ziel eines Radrennens war, ging nunmehr am 15. August 2011 das 23. internationale Hanenkam Mountainbike-Rennen über die Bühne. Was sind denn die Besonderheiten oder die besonderen Schwierigkeiten auch bei diesem Rennen? Die Schwierigkeiten ist auf alle Fälle die Länge mit 9,2 Kilometer, ist schon mal eines der längsten Bergrennen bei den Mountainbikern. Dann natürlich auch die mehreren Steilstücke, speziell das Schlussstück vorm Ziel oder dann der Anstieg auf die Astenalm oder auf die Möchheimaufe. Also das sind schon bissige Anstiege, wo die Fahrer schon sehr gefordert sind. Hannes, wie oft warst du schon mit dabei? Ja, 15 Mal sicher. Ganz genau weiß ich es nicht, eher 17 Mal. Und es ist jetzt mal eine Herausforderung, aber jetzt mal eine tolle Sache. Trotz heuer den schlechten Wetter, aber ich glaube, das machen wir schon. Wie oft hast du schon so ein Wetter erwischt? Halb, halb. Aber es ist wenigstens nicht kalt, also ich glaube, das kein Problem ist heute. Sind bei diesem Mountainbike-Rennen immer sehr viele Elitefahrer dabei. Ist es denn auch was für Hobbyfahrer? Auf alle Fälle für Hobbyfahrer. Wir haben sehr viele Hobbyfahrer am Start immer. Aber eben, wie gesagt, das ist dann für vielen doch wieder mit 9,2 oder durch die Topografie her zu schwierig oft. Aber wir haben sehr viele Hobbyfahrer. Natürlich heute bei dem Wetter fahren uns natürlich einige aus. Wenn der Wetterbrief schon seit Tagen für einen Montag so schlecht meldet, ist das ganz selbstverständlich nicht. Auch, dass uns einige Topfahrer dann ausbleiben, wobei wir heute schon eine Spitzenbesetzung haben. Wichtig aber, wie gesagt, nicht nur die Elite, sondern auch die Hobbyfahrer und vor allem auch der Nachwuchs. Es gibt eine verkürzte Strecke auch für die Jüngeren. Ja, die starten von der Einsiedelei oben. Das sind die U15 und U17 Fahrer. Können wir natürlich nicht zumuten, dass sie von der Stadt wegfahren. Die Strecke ist dann ca. 6 Kilometer lang und das ist für die Jungen schon ganz gut zum Bewältigen. Das passt schon. Wo kommst du her zu diesem Rennen? Aus München. Aus München extra hierher gefahren, aber nicht mit dem Fahrrad, oder? Nein, aber es wäre vielleicht eine gute Vorbereitung gewesen. Mhm. Aber im Bergrennen ist halt mal eine Faszination. Wenn man am Berg besser ist als dann bei Abfahrten. Ich habe jetzt immer gemerkt, bei Marathons, Berg fahre ich eigentlich sehr gut hoch. Bei den Abfahrten, da nehme ich weniger Risiko. Da muss ich wieder ein paar Plätze aufgeben. Von daher, jetzt wird ehrlich gewertet, was ich denn beim Anstieg drauf habe. Und von daher ist eine Herausforderung für mich. Ich bin das gestern mal probeweise gefahren. Und es gibt eine bestimmte Stelle, da sollte man die Körner sparen, da kommt man auch ganz gut oben an. Felix Pinsberger mit der Startnummer 3, Siegerleiter Meiningheim. Bravo Felix! Super Zeit, 34,54, inoffiziell natürlich noch. Felix Pinsberger, ein neues Siegergesicht am Hanenkam, herzliche Gratulation. Erzähl ein bisschen was, du warst ja glaube ich voriges Jahr auch Teilnehmer vom Hohenbergradrennen und heuer Mountainbike-Rennen. Wie hast du das Rennen heute erlebt und vor allem, wo hast du dich doch entscheidend von den anderen Spitzenfahrern dann absetzen können? Also das Rennen war eigentlich durchweg ziemlich hart. Gleich nach einem Kilometer hat der Zweitplatzierte, der Novotny, hat dann gleich das Tempo richtig verschärft und
dann bin ich natürlich gleich nach. Wir waren dann zu zweit. Kurz drauf habe ich mich dann abgesetzt und dann sind wir eigentlich immer so in einem Abstand von 100 Meter, haben wir uns dann eigentlich so ein kleines Duell raufgeliefert. Zum Schluss habe ich mich dann nochmal absetzen können von ihm. Nochmal ein bisschen ein paar Sekunden rausgeholt. Und ja, letztes Jahr war ich am Kitzbühelhorn Zweiter. Ganz knapp verloren. Leider am Hanningkamm bin ich jetzt seit 3-4 Jahren schon immer mitgefahren. Und es freut mich jetzt, dass ich da einmal gewonnen habe. Eine Frage noch zum Rennen. Wir haben ja auch den Streckenrekord prämiert. Er ist 34,21 seitens deines Teamkollegen Andi Ortner. Ist der ein Thema für dich nächstes Jahr? Und welche Bedingungen würdest du dir wünschen, um zu sagen, okay, ich kann ihn angreifen und könnte ihn sogar egalisieren? Den Streckenrekord, ich habe es eigentlich vorgehabt, dass ich ihn knack. Aber leider gestern beim Kühltal Bergkaiser habe ich schon ziemlich, also bei Pulver verschossen. Und jetzt bin ich froh, dass es trotzdem nur so geklappt hat heute. Ich sag mal, wenn ich nur am Hanningkamm heute gestartet war, dann sage ich mal, hätte ihn knackt. Das hat mich sicher gestern halbe Minuten Minute. Und nächstes Jahr ist auf alle Fälle dann ein Thema, wenn davor nichts ist. Edin K., aber schön ist es, du hast gestern Kühltal gewonnen, vielleicht gerade für unsere Zuschauer. Also ein Doppelsieg in Tirol, auf Tiroler Boden. Wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute und würden uns auch freuen, in den nächsten Jahren dich wieder hier heroben am Hanningkamm und auch am Kitzbühelhorn begrüßen zu dürfen. Alles Gute. Danke, ist im Kalender schon vorgemerkt. Er rollt aber schon locker aus, er weiß, er hat verloren, er ist sicherer Zweiter. Trotzdem, welcome Robert Nowotny, second place vom Sweep Cycling Team. Gratulation, bravo. Robert Nowotny, herzliche Gratulation zum zweiten Platz. Wieder ein zweiter Platz. Letztes Jahr warst du ja auch auf Stelle 2. War zwar die Strecke etwas länger, heute etwas kürzer. Wie ist es dir heute gegangen, Robert? Das war so ein bisschen einfacher als letztes Jahr, weil 2 Kilometer, da war die Strecke ein bisschen gekürzt. Aber das am anderen Seite ist ein bisschen schlechtes Wetter. Als letztes Jahr war Sonnenschein und heute geregnet. Aber zum Glück war warm, nicht so kalt. Ich meine 15 oder 16 Grad. Und vom Anfang haben wir zusammen mit einem Fahrer gefahren, weggefahren und ungefähr um 2 oder 3 Kilometer hat mir er abgesagt und von dieser Zeit haben wir jeder allein bis zum Ziel gefahren. Schon am Ende habe ich gewusst, dass nur den zweiten Platz konnte haben und habe ich nur den sichert diese Platz. Platz 3 erradelte sich Streckenrekordhalter Ortner Andi. Auf Platz 4 und bester Österreicher Hans-Peter Obwaller, der sich auch den Sieg in der Kombination mit dem Horn sicherte. Wir vom Sportverein Kitzsport, wir freuen uns ja immer wieder, Hans-Peter Obwaller Starter zu haben. Und du bist seit wann ist das erste Mal, wo du mitgefahren bist? Kannst du dich noch erinnern am Hanningkamm? Ja, ich glaube, das war 1992. Das war mein allererstes Rennen. Also vor 19 Jahren, muss man sagen, weißt du eigentlich, dass der Sieger, der Felix Benzberger, genau in dem Jahr geboren wurde? Nein, das habe ich nicht gewusst, aber... Also so vergeht die Zeit. Also der Felix Benzberger ist eben Sieger, ein junger, ambitionierter Topfahrer, wird sicher stark kommen ihm, aber damals 1992 gewonnen, jetzt ist 2011 und Hans-Peter Obwaller siegt immer noch am Kitzbüheler Hanningkamm. Ja, das ist echt ein kurioses Detail, aber ich bin natürlich damals, 1992, war ich ein totaler Anfänger und ich habe eigentlich noch nicht einmal den Begriff Hobbyfahrer verdient. Ich bin noch mit Tennisschuhen und Tennissocken da aufgeradelt. Ich glaube, der Dietmar Hauer, seinerzeit absoluter Superstar in Österreich und Österreich-Rundfahrtsieger, der war damals am Start und hat, glaube ich, hart gewonnen. Und ja, so hat es begonnen und mal schauen, dann habe ich nächstes Jahr sozusagen das 20-jährige Jubiläum da in Kitzbühel. In der Mannschaftswertung mit Kitzalpbike und Hanningkamm sicherte sich das Team Tonis Pro die Gesamtwertung.
Zweiter Platz erreichte die Mannschaft des Sportvereins Kitzsport vor dem HSV St. Johann in Tirol. Somit flossen 500 Euro, 300 Euro und 200 Euro in die jeweiligen Vereinskassen.